Bei meinem letzten Video habe ich Ihnen gesagt, dass ich immer von einem Kilo Mehl Hefeteig mache, weil man kann ja Hefeteig erstens mal ein paar Tage aufbewahren und zweitens eingefrieren. Und jetzt nehmen wir den Gitterschneider. Ob Sie jetzt Apfelstrudel machen oder Topfenstrudel, wie die Österreicher sagen, oder jeden anderen pikanten Strudel, die Arbeitsweise, die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Wir haben jetzt hier unseren Gitterschneider. Wir haben einen ganzen geschmeidigen Hefeteig, also der macht richtig Spaß und Freude zum Verarbeiten. Und hier haben wir wieder unsere Feuchtigkeitscreme. Und jetzt gehen wir her und spritzen diese Feuchtigkeitscreme hier auf. Also für den Strudel könnte man ruhig ein halbes Päckchen komplett verwenden. Das wäre mit Sicherheit ideal. Aber wir verarbeiten jetzt hier noch einen Rest und es geht ja um das Zeigen. Und jetzt haben wir hier Aprikosen oder Pfirsiche, je nachdem, was Sie wollen, können Sie jetzt verwenden. Man kann das mit jeder Frucht machen, wie gesagt auch Apfelstrudel oder Kirschstrudel, was einfach Ihre Familie und Sie gerne essen. Unten schlagen Sie es ein bisschen ein, hier natürlich auch noch ein bisschen einschlagen. Und mit den Folien kann ich das ganze Gebäck wunderbar drehen. Wir gehen jetzt her, schlagen den Rand noch ein bisschen hoch hier. Und jetzt geht es her, nimmt das Gitter und schlagt es einfach oben drüber. Und schon ist unser Strudel fertig. Das geben wir unten noch rein hier. Und schon haben wir einen wunderbaren, schönen Aprikosenstrudel. Und jetzt ist immer wieder die Frage bei uns, in welcher Form backen wir das Ganze? Ganz ehrlich, man kann es in allen Formen machen. Ich nehme aber auch immer sehr gern die Dreiachtelform. Das ist für mich auch eine schöne, praktische Form. Und so nehmen Sie einfach die Formen, die Sie zu Hause haben. Und schon ist unser Strudel fertig. Das Ganze kommt jetzt in unseren Backrost. Und dann lassen wir das noch ein bisschen gehen und dann wird es gebacken und dann zeigen wir Ihnen, wie es im gebackenen Zustand ausschaut. So, unser Aprikosenkuchen ist fertig. Schaut mal, wie toll der im Innenleben ausschaut. Und jetzt ganz ehrlich, wenn man da keine Lust kriegt zum Hefeteig machen, dann weiß ich auch nicht. Aber wir haben sie jetzt bestimmt angesteckt und ab sofort wird in allen Haushalten Hefeteig gebacken. Ihr braucht es auf jeden Fall. Die Vollmilch-Kaltcreme und ihr braucht ordentliche schöne Formen. Das ist jetzt die große Brotbackform. Das ist die gleiche in niedrig. Da haben wir dann die kleinen Zöpfe gemacht. Das haben wir Ihnen auch schon gezeigt. Und hier hat die Simone ihr Brot gebacken. Auch wieder in der Brot-Allzweckform. Und jetzt, würde ich sagen, auf geht's in die Hefeteigbäckerei. Und wir zeigen Ihnen immer wieder schöne Teile aus Hefeteig. Bis dann. Tschüss.